Hi und willkommen zum neuen Video. Wie ihr seht, bereite ich heute einen Kokos-Kassave bzw. Maniokkuchen zu. Ich erzähle euch ein bisschen dazu, zu dieser Knolle etwas. Und zwar ist das die Grundzutat für diesen Kuchen und sie ist extrem stärkehaltig und wird auch zum Mehl verarbeitet, was wiederum als sehr guter Mehlersatz für Mehlallergiker ist. Maniok ist nicht roh genießbar aufgrund des Blausäuregehalts, der durchaus gefährlich sein kann, aber keine Angst. Sobald die gekocht oder gebacken ist, ist sie bedenkenlos geeignet zum Verzehr. Die Maniokfrucht hat eine Mittelvene, die zeige ich euch gleich, wenn ich das alles hier aufgeschnitten habe. Und ich fange schon mal damit an. Hier in der Mitte seht ihr diesen kleinen Punkt und das ist nämlich diese Mittelvene. Ich fange damit an, die zu schälen, so wie ihr jetzt sehen könnt, und dann noch zu halbieren. Und diese Mittelvene, die ihr gerade gesehen habt, die muss raus, weil sie sehr hart ist und das würde weiter bei der Verarbeitung und beim Verzehr stören. Da könnt ihr das nochmal ganz gut sehen und die hole ich einfach mit dem Messer raus oder schneide sie einfach raus. Im nächsten Schritt wird die geschälte Maniokfrucht fein gerieben und falls ihr eine Küchenmaschine habt, die das kann, dann seid ihr auf der glücklichen Seite. Wie erwähnt ist die Maniokfrucht sehr stärkehaltig und was ich jetzt hier mache, ist den Saft so gut wie möglich rauszupressen. Erst mit den Händen und dann nochmal mit Hilfe eines Siebes. Nachdem ich so viel wie möglich Saft rausgepresst habe, sieht das alles so aus. Um dem Kuchen noch mehr Stabilität zu gewährleisten während des Backens bzw. danach, schlage ich jetzt noch ein ganzes Ei mit salzschaumig und gebe dann etappenweise Puderzucker dazu, bis eine schöne cremige Masse entsteht. Zuletzt gieße ich die Kokosmilch dazu und verrühre alles miteinander. Am Ende hebe ich dann die geriebene und ausgepresste Maniokfrucht unter. Es ist Zeit, um die Kokos-Maniok-Masse 5 Minuten lang zu erhitzen, bis sie leicht transparent und klebrig wird. Dadurch wird gewährleistet, dass die enthaltene Stärke auch zur Geltung kommt. Und aussehen sollte das so, wie jetzt hier gleich zu sehen ist. Wichtig dabei ist, dass die Kokos-Maniok-Masse unter Rühren wirklich erhitzt wird und dass sie nicht anbrennt. Und hier könnt ihr schon ganz gut sehen, dass die ganze Masse etwas klebriger wird und auch etwas durchsichtiger. Und genau so sollte sie sein. Jetzt in eine gefettete und geeignete Form natürlich geben und backen. Und alle Mengenangaben und Zutaten findet ihr wie immer in der Infobox unter dem Video. Der Kokos-Maniok-Kuchen schmeckt sehr aromatisch und ein bisschen erinnert mich der Geschmack an einen Milchreiskuchen. Eine wirklich sehr leckere Erfahrung, finde ich. Probiert es einfach mal aus und lasst es mich wissen, wie er euch geschmeckt hat.
Falls ihr noch andere Rezepte sehen wollt, dann schaut einfach auf meinem Kanal und vergisst ihn auf gar keinen Fall zu abonnieren. Ich habe noch eine große Auswahl, also durchstöbert ihn ruhig mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!